Hallo und willkommen auf lerntippsammlung.de. Ich bin Alex und ich erkläre euch heute, wie man eine Erörterung schreibt, beziehungsweise was eine Erörterung überhaupt ist. Eine Erörterung ist sozusagen eine Auseinandersetzung mit einer bestimmten Sachlage oder einer bestimmten Frage, die vorgegeben ist. Man überlegt, vergleicht und wertet. Die Erörterung dient grundsätzlich dazu, am Ende sich selbst ein Urteil zu bilden, den Sachverhalt darzustellen und seine eigene Meinung zu vertreten. Aber man kann mit einer Erörterung auch Kritik üben. Natürlich gibt es auch Voraussetzungen, die man braucht, um über eine Erörterung überhaupt schreiben zu können. Das sind vor allem die Voraussetzungen, dass man sich mit der Sachlage ordentlich auseinandergesetzt hat, dass man über Inhalte Bescheid weiß und dass man so fundiert argumentieren kann. Man muss seine Meinung also auch begründen und beweisen können. Wie geht man beim Erörtern überhaupt vor? Was muss man als erstes tun und in welcher Reihenfolge geschieht das Ganze? Als allererstes müsst ihr natürlich erstmal den Inhalt des Textes bzw. des Themas verstehen. Nehmt euch dazu erstmal die Kernthese und lest euch das Ganze wirklich mehrmals durch, bis ihr es verstanden habt. Dann müsst ihr natürlich auch den Zusammenhang mit dem Text erkennen und so schafft ihr es dann am Ende auch zu urteilen bzw. euren eigenen Standpunkt zu dieser These herauszufinden und zu bekräftigen. Bekräftigen könnt ihr das Ganze, indem ihr vor allem Beweise einbringt und Beispiele nennt. Falls ihr Pro-Argumente einbringen möchtet, könnt ihr das so formulieren. Dafür spricht das und dann eben euer Argument nennen. Bei Contra dagegen spricht das und dann euer Kontra-Argument nennen. Möchtet ihr neutral bleiben, dann könnt ihr schreiben zusätzlich oder ergänzend ist zu sagen das und dann euer Argument einbringen. Im Schluss sind die Formulierungen vor allem so zu nennen, dass ihr zum Beispiel ich bin der Meinung, das nehmen könntet. Oder ich bin am stärksten davon überzeugt. Oder ich vertrete den Standpunkt und dann eben euren Standpunkt, den ihr vertretet. Und das sind einfach mal so ein paar gute Sätze, die ihr in der Argumentation dann verwenden könnt. So als Beispiele. Ganz wichtig ist auch, dass ihr auf eine klare Trennung von Einleitung, Hauptteil und Schluss achten müsst. Am besten lasst ihr dazwischen einfach immer was frei, sodass dem Lehrer das auch auffällt. Und natürlich das Ganze abgrenzen. Das sollte man auf jeden Fall tun. Schreibt auf jeden Fall abwechslungsreich, also nicht ein weiteres Argument ist das, ein weiteres Argument dann ist das und noch ein weiteres Argument ist das, sondern verwendet verschiedene Satzphrasen. Die Gliederung ist natürlich besonders wichtig und hierfür solltet ihr euch auch Zeit nehmen. Es gibt auch verschiedene Arten der Erörterung, aber ich erkläre euch jetzt erstmal, wie eine normale Erörterung aufgebaut ist. Der Aufbau muss übersichtlich sein, das heißt, die Erörterung wird erstmal in Einleitung, Hauptteil und Schluss unterteilt. Diese kleinen einzelnen Teile werden dann nochmal in spezielle Schritte unterteilt und darauf werden wir jetzt näher eingehen. Die Einleitung enthält noch gar keine Argumente, sondern die Themenfrage bzw. das Thema wird aufgegriffen und formuliert. Die Einleitung muss auf jeden Fall knapp sein und sollte sich nur mit den wichtigsten Dingen beschäftigen. Zum Beispiel halt die Nennung des Problems bzw. des Themas und eine knappe Darlegung der Hauptthese. Dürft halt, wie gesagt, noch nicht argumentiert werden. Dann kommt auch schon der Hauptteil und im Hauptteil darf nun endlich argumentiert werden. Und zwar wird so argumentiert, dass man erstmal eine These aufgreift, dann ein Argument dazu heraussucht und das Ganze durch ein Beispiel belegt. Das ist besonders wichtig. Auch wichtig ist es, dass ihr die Intention des Textes wiedergebt. Also, was soll der Text aussagen? Was denkt ihr, was der Autor damit bezwecken wollte? Was ist überhaupt die Kernaussage des Textes? Der Hauptteil ist also grundsätzlich wirklich nur zum Argumentieren da. Und ganz wichtig ist es, wie gesagt, immer These, Argument, Beispiel. These, Argument, Beispiel. So argumentiert ihr. Der Schlussteil soll das Ganze sozusagen abrunden. Hier entscheidet man sich dann für eine Position, indem man die Themenfrage bzw. dein Hauptthema beantwortet. Hier muss man dann selbst entscheiden, welchen Standpunkt man einnehmen möchte. Entweder man ist dafür oder dagegen. Allerdings muss man das Ganze auch bekräftigen können. Man wiederholt hier keine Argumente aus dem Hauptteil, sondern schreibt einfach nochmal das wichtigste Argument auf, was das bekräftet. Also euren Standpunkt. Ihr gebt also sozusagen ein Urteil ab. Eure eigene Stellungnahme. Ganz wichtig ist es, dass ihr hier einen abgerundeten Schluss findet, sodass das Ganze ordentlich abgeschlossen ist und keine weiteren Fragen offen lässt. Ihr müsst euren Standpunkt ganz klar ausgedrückt haben. Allerdings ist es ganz wichtig, wenn ihr jetzt die ganze Zeit für etwas argumentiert habt,
könnt ihr nicht im Schlussteil plötzlich sagen, dass ihr dagegen argumentiert. Denn das macht keinen Sinn. Es muss auf jeden Fall zusammenhängend zur Argumentation geschrieben werden. Und bitte wiederholt eure Argumentation auch nicht ausführlich. Dafür ist der Schlussteil nicht gedacht. Hier wird nur noch einmal das Allerwichtigste aufgeschrieben und eben geurteilt. Das war es jetzt auch schon, was ich euch zu der Erörterung erklären wollte. Falls noch Fragen offen sind, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt auch gerne diesen Kanal abonnieren, dann bekommt ihr weitere Lerntipps vorgeschlagen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!